Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Herzlich willkommen zu ATV Nachrichten am Mittwoch. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Das sind die Themen heute. Trotz guter Ernte, Mindestlohn und Russland-Boykott bereitet Obstbauern Sorge. Auf die Kleinigkeiten kommt es an. Allgäuer Modellbauer mit detailgenauem Traktorennachbau. Und jetzt geht's endlich los. Noch 2 Tage bis zum Saisonauftakt beim ESV Kaufbeuren. Eigentlich könnten die Obstbauern zufrieden sein in diesem Jahr. Die Ernte war bislang gut, das Wetter für viele Sorten nahezu ideal. Was ihnen Kummer macht, ist die große Politik. Gemeint sind damit der russische Einfuhrstopp für viele europäische Lebensmittel sowie der geplante Mindestlohn in Deutschland. Helmut Jäger bei einem Rundgang durch seine Apfelplantage. Der Vorsitzende der Bodensee-Obstbauern kann sich über gute Erntezahlen freuen. Getrübt wird die Stimmung aber durch das russische Einfuhrverbot für europäische Lebensmittel. Wobei das auf die Obstbauern am Bodensee auf den ersten Blick nur wenig Auswirkungen zu haben scheint. Russland-Export ist für uns insgesamt kein großes Thema. Ganz Deutschland hat im letzten Jahr etwa 20.000 Tonnen nach Russland verkauft. Bei einer Produktion von knapp 1 Million Tonnen ist das nicht viel. Also ist Export für uns nicht das große Thema. Hinzu kommt, dass in Deutschland nur gut 60% von dem produziert wird, was dann auch tatsächlich konsumiert wird. Der Rest wird importiert. Anders sieht das allerdings bei ein paar europäischen Nachbarn aus. Und genau hier liegt die Sorge der Obstbauern begründet. Diese Länder um uns rum, Südtirol, Steiermark, Belgien, Holland, die haben sich eben die letzten Jahre darauf ausgerichtet, große Mengen nach Russland zu exportieren, und das fällt im Moment weg. Und da könnte es schon sein, dass diese Länder dann eben nach Deutschland exportieren wollen. Und das gibt nachher am Markt schon Druck. Erste Trends zeigen, dass die Preise für die Obstbauern bereits nach unten gehen. Rund 20% betragen die Einbußen bislang. Ein weiteres Thema, das den Obstbauern Sorgen macht, ist der Mindestlohn. Ab 2017 wird er auch für Erntehelfer bei 8,50 Euro pro Stunde liegen. Im Inland ist es sicher richtig, und es weiß jeder, der hier Miete zahlt, der hier leben muss, dass 8,50 Euro bestimmt nicht zu viel sind. Und unsere Vorarbeiter, die wir haben, mindestens über die Ernte, die kriegen das ja sowieso schon. Ich kann nicht gleichzeitig am Markt Rückschläge haben, die jetzt 20, vielleicht später noch ein bisschen mehr Prozente sind, und gleichzeitig im Lohn Steigerung um 20-25%. Das kann man auf einmal so nicht verkraften. Also man braucht da Zeit, um sich da angleichen zu können. Die Befürchtung ist nun, dass manche Betriebe beide Herausforderungen zusammen nicht verkraften können und deshalb schließen müssen. Allererste Anzeichen dafür gibt es bereits. An der Bestellung von Jungpflanzen merkt man das ganz genau. Der geht im Moment sehr zurück. Also die Nachfrage nach Jungpflanzen ist gering. Das heißt, es wird nicht gepflanzt, weil größere Betriebe werden ihre Produktion dann an Standorte verlagern, die eben andere Löhne haben wie bei uns, sprich nach Polen oder nach Tschechien oder nach Rumänien. Der Transport, die Transportkosten sind ja minimal. Das macht beim Kilo vielleicht 3 Cent aus. Die Obstbauern wünschen sich deshalb beispielsweise Sonderregelungen beim Mindestlohn für bestimmte Saisonarbeiter. Aber auch sie selbst werden an ihren Produkten und ihrer Vermarktung arbeiten müssen, so Helmut Jäger. Auf jeden Fall können wir eines nicht, Massenware produzieren. Wir brauchen im Premium-Segment unsere Ware. Und da hilft uns schon, dass zurzeit regionale Ware sehr hoch im Kurs steht und kein Lebensmittelhändler im Moment an regionaler Ware vorbeikommt. Und wir hoffen natürlich auch auf den Verbraucher, dass der das sieht. Landschaft und Kulturlandschaft kann man nicht vom Baum pflücken, das muss man pflegen. Und dazu braucht man eben auch den entsprechenden Absatz. Und wir hoffen, dass der Verbraucher damit aufspringt und verstärkt auf regionale Ware zurückgreift. Die Voraussetzungen dafür seien am Bodensee sehr gut, so Branchenkenner. Denn das Klima hier biete beste Voraussetzungen für hochwertige und gesunde Produkte.
Ich gebe jetzt kurz ab in die Werbung. Gleich sehen wir uns wieder zu den Meldungen des Tages. Erleben Sie Leidenschaft mal anders. Kommen Sie am 12. und 13. September zum Autohaus Brosch in Kempten-Durach. An den Aktionstagen erwarten Sie exklusive Angebote. Autohaus Brosch, Ihr Mazda- und Hyundai-Partner im Allgäu. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sage mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de. Die Meldungen vom 10. September 2014. Eine 41-jährige Memmingerin, die seit Sonntag vermisst wurde, ist tot. Die Frau benötigte ärztliche Hilfe, weswegen noch am Tag ihres Verschwindens eine aufwendige Suchaktion eingeleitet wurde. Gestern Abend wurde ihre Leiche im Memminger Süden entdeckt. Die Kripo schließt derzeit einen Unglücksfall oder Fremdverschulden aus. Am Großen Loch von Kempten wird bereits ab morgen weitergebaut. Das teilt die Stadtverwaltung heute mit. Zunächst ist geplant, eine Tiefgaragenebene und zwei Rampen zu errichten. In einem zweiten Bauabschnitt soll dann der restliche Rohbau bis auf das Niveau der umliegenden Straße errichtet werden. Wie berichtet, soll der Weiterbau vor allem die Sicherheit an der Baustelle herstellen. Sie galt Experten zufolge als einsturzgefährdet, nachdem die Schweizer Investoren seit Jahren nicht weiterbauen. Sie planen dort ein Geschäftshaus mit innenstadtrelevanten Waren. Der Bebauungsplan der Stadt schließt das aus. Die Montessori-Schule in Füssen nimmt zum 16. September den Betrieb auf. Die Vorsitzende des Trägervereins, Claudia Gerle, teilte mit, dass nun endlich eine Schulgenehmigung vorliege. Der Unterricht beginnt erst einmal in Räumen der Berufsschule und des Gymnasiums. Später wird die Schule in die alte Freiberg-Villa verlegt, wo sich früher der Kinderhort befand. Das Montessori-Konzept soll Kindern Raum geben, eigenständig zu lernen. Außerdem gibt es Fachunterricht, der sich nach dem bayerischen Lehrplan richtet. Die Gemeinde Schwangau wird zahlreiche Verkehrszeichen abmontieren. Sie folgt damit der Initiative Licht in den Schilderwald der bayerischen Staatsregierung. Die Gemeindeverwaltung habe zusammen mit Vertretern der Polizei bereits die Randsiedlung überprüft. Das Ergebnis: In der Tempo-30-Zone stehen noch immer Vorfahrtsschilder. Dort gilt aber ohnehin rechts vor links. Deshalb werden die unnützen Zeichen beseitigt. Auch in anderen Gebieten der Gemeinde sollen die Verkehrsschilder überprüft werden. Die Anwohner werden noch im Detail über die Änderungen informiert. Die Filmburg Marktoberdorf ist zum 8. Mal in Folge als eines der besten Programmkinos in Deutschland prämiert worden. Der Preis wurde vom Staatsministerium für Kultur verliehen. Er soll außergewöhnliche Kinoprogramme fördern, damit das Medium als Kulturgut erhalten bleibt. In der Region wurden auch das Kurfilmtheater Oberstdorf, die Kinos Immenstadt und Türkheim sowie das Filmhaus Huber in Bad Wörishofen ausgezeichnet. Die Hochschule Kempten kann ihr neues Studienangebot Gesundheit und Generationen starten. Das bayerische Kabinett hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht dafür gegeben. Das neue Studienfach ist Teil einer landesweiten Ausweitung von Wissenschaftsangeboten auch außerhalb der großen Städte, für die die Staatsregierung in den kommenden 2 Jahren knapp 80 Millionen Euro bereitstellt.
Ursprünglich war mal angedacht, dass das Angebot ausgelagert in Kaufbeuren starten sollte. Dafür gab es aber keine Zustimmung vom Hochschulrat. Ein 34-Jähriger ist gestern Abend in Kempten in einen ungesicherten Kanalschacht gefallen. Der Mann war auf dem Weg zu seinem Auto und übersah die Öffnung neben seinem Wagen. Er zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Die Kemptner Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den verantwortlichen Arbeiter. Zwei Hunde sind vergangenen Sonntag im Frontner Vilstal verendet. Sie hatten während des Gassigehens vermutlich Rattengift gefressen. Die Polizei weist darauf hin, dass Hunde in diesem Bereich nicht ohne Leine herumlaufen sollten. Derzeit laufen Ermittlungen, ob das Gift zur Schädlingsbekämpfung oder mit anderen Absichten ausgelegt wurde. Autofahren ist im Ostallgäu mit am teuersten, zumindest was die Versicherung der Fahrzeuge betrifft. Bei der Teilkasko nimmt der Landkreis bundesweit sogar eine Spitzenstellung ein. Das geht aus den aktuellen Regionalklassen hervor, die der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft jetzt neu festgelegt hat. Die Klassen richten sich nach der Schadensbilanz der Region in den letzten Jahren. Im Ostallgäu fallen hier vor allem die vielen Wildunfälle, aber auch eine Häufung an schadensträchtigen Unwettern ins Gewicht. Vergleichsweise günstig ist die Autoversicherung übrigens in Memmingen und dem Unterallgäu. Der FC Memmingen hat gestern Abend 2:2 gegen den SV Heimstetten gespielt. Das Allgäuer Team hatte sich nach der Niederlage gegen Buchbach eigentlich einen Sieg vorgenommen. Weil Heimstetten zuletzt 5 Pleiten kassieren musste, schienen die Chancen für den FCM zuerst auch nicht schlecht. Am Ende war das Unentschieden dennoch glücklich für die Memminger. Aufgrund einer roten Karte gegen den Torwart spielten sie ab der 65. Minute nur noch zu 10. Den Rückstand konnte der FC erst in der vorletzten Minute ausgleichen. Soweit die Meldungen vom Mittwoch. Und jetzt schauen wir noch, wie das Wetter wird. Nachts sinken die Temperaturen auf 13 bis 11 Grad. Der Himmel ist meist bewölkt. Der Wind weht schwach aus Osten. Morgen Vormittag gibt es immer noch Wolken, die Sonne kann sich aber oft durchsetzen. Bei 15 bis 18 Grad bleibt es trocken. Erst am Nachmittag wird es teils regnerisch. Während es im nördlichen Allgäu freundlich bleibt, kommt es im Süden immer wieder zu Schauern, örtlich auch zu starkem Regen. Vor allem in den Bergen wird es nass. Bei unter 15 Grad gibt es dort langanhaltende Niederschläge. Nur im Bereich des Tegelbergs hört der Regen zeitweise auf und die Sonne lässt sich dort wenigstens kurz blicken. Am Freitag sieht es für das gesamte Sendegebiet schlecht aus. Bei starkem Regen sinkt das Thermometer auf 10 bis 11 Grad. Am Samstag bleibt das Wetter fast unverändert. Die Temperaturen steigen nur wenig an. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost. Sonntags werden bis zu 17 Grad erreicht. Außerdem bleibt es trocken und die Sonne kommt immer wieder zum Vorschein. Eine äußerst durchwachsene Saison in der Liga 2 liegt hinter dem Eissportverein Kaufbeuren. Doch die ist inzwischen vergessen. In Kaufbeuren herrscht derzeit eine Euphorie, wie sie lange nicht zu spüren war. Liegt es an der positiven Entscheidung der Stadt zum Stadionneubau oder an den durchaus guten sportlichen Perspektiven? Wie auch immer, am Freitag starten die Joker auf jeden Fall guten Mutes in die neue Spielzeit der DEL 2. Erschwerte Bedingungen im Stadion am Berliner Platz für die Buron Joker. Aber wirklich im Nebel herumstochern tut hier natürlich niemand. Konzentriert verlaufen die letzten Trainingseinheiten vor dem Saisonauftakt am Freitag gegen die Dresdner Eislöwen. Coach Uli Egen gibt sich selbstbewusst. Nee, oh gut, ich mache das ja nicht zum ersten Mal nervös. Nicht. Sicher ist man angespannt und man muss halt abwarten, ob die Mannschaft im Spielbetrieb dann jetzt, wenn es losgeht, in welcher Verfassung sie sind. Und naja, gut, ich bin guter Dinge und dann kann es schon losgehen am Freitag. Verzichten muss der ESV Kaufbeuren voraussichtlich bis Dezember auf Neuzugang Tim Richter, der sich in der Vorbereitung verletzt hatte.
Dafür konnten die Joker kurzfristig Routinier Roland Meyer verpflichten. Der 30-Jährige absolvierte über 300 Spiele in der DEL. Der Kader insgesamt wurde für die kommende Saison breiter aufgestellt. Ich denke, wir haben halt vor allem darauf geschaut, dass wir läuferisch gute Mannschaft haben, auch eine große Mannschaft. Das war unsere Voraussetzung. Ich glaube, das haben wir ganz gut erfüllt. Wir sind in meinen Augen robuster geworden und vor allem auch in der Defensive stehen wir besser. Wir kriegen weniger Tore und das macht uns eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir heuer eine gute Saison spielen. Um das zu schaffen, haben die Kurvencracks hart und intensiv trainiert. Uli Egen ist mit der Verfassung der Mannschaft durchaus zufrieden. Ja gut, die Vorbereitung war bei uns zäh. Wir hatten ziemlich viele verletzte Spieler. Der Haider war am Anfang verletzt, der Wardell war nicht dabei. Dann war Marquardt, der kam erst später zu. Dann hat sich leider der Tim Richter verletzt. Schade, der war in guter Form. Das tut uns weh, dass der nicht mehr dabei ist. Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich für unsere kleine Truppe ganz gut gearbeitet. Kapitän Daniel Menge ergänzte, er kenne keinen Eishockeyspieler, der gerne die Vorbereitung durchlaufe. Trainer Egen betonte, er möchte in der kommenden Spielzeit möglichst jedes Spiel gewinnen. Didi Hegen hingegen will die Vorsaison vergessen machen und formuliert das Saisonziel deutlicher. Weil wir sind alles Profi. Die letzte Saison ist abgehakt. Wir haben uns neue Ziele gesetzt. Wir wollen in die Playoff-Runde rein, damit wir auch wieder unseren Fans nach der nicht so guten Saison vom letzten Jahr einfach tolles Eishockey zu Hause bieten. Und unser Ziel ist einfach Playoff-Platz. Bulli zum Start ist Freitagabend um 19.30 Uhr im Stadion am Berliner Platz. Dabei wird der ESV Kaufbeuren hochmotiviert zu Werke gehen, genauso wie seine Fans, egal ob groß oder klein. Sie haben geschwitzt und gefroren, gelitten und gejubelt und am Ende liefen sie als Sieger ins Ziel. Die Rede ist vom Kemptner Mirko Berner, der gemeinsam mit seinem Kollegen Stefan Hugenschmidt letzte Woche den Transalpine Run gewonnen hat. In 8 Tagen galt es über 3 Länder, eine tägliche Etappe über die Alpen zurückzulegen. Wie der Allgäuer Sieger das gemeistert hat und was nach diesem großen Erfolg seine weiteren Ziele sind, das hat er uns heute erzählt. Startschuss für den 10. Gore-Tex Transalpine Run. Am 30. August ging es in Ruhpolding auf die Strecke. Bei Dauerregen begann damit für 292 Teams das Abenteuer Alpenüberquerung. Mit von der Partie der 20-jährige Allgäuer Mirko Berner mit seinem Laufpartner Stefan Hugenschmidt. Für Berner war es der erste Transalpine Run. Er hat überhaupt erst vor gut 1,5 Jahren mit dem Laufen begonnen. Nun lagen 8 Etappen mit insgesamt 293 Kilometern und 13.700 Höhenmetern vor ihm. Am Ende haben er und sein 28-jähriger Partner aus Radolfzell gewonnen. Sie hatten ein klares Erfolgsrezept. Die Rollen waren klar verteilt. Er ist der Bessere, er läuft schon seit 7 Jahren. Ich laufe erst seit Kurzem und wenn es bei mir nicht gut geht, dann wartet er einfach auf mich. Wir haben also als Team funktioniert. Bei vielen anderen hat es oft Probleme gegeben. Der schwache Partner hat das nicht einsehen wollen, dass er Schwächere ist. Und dann hat es Streit gegeben und dann wurde er noch angeschrien. Und natürlich zieht man auch Stärke heraus, wenn der andere Partner ihn dann aufbaut. Und das war eigentlich auch unser Erfolgsrezept, muss man sagen. 5 Minuten Verpflegung, super. Als Überraschungssieger war das junge Team natürlich sofort in aller Munde. Dabei fing alles ganz ungezwungen an. Nachdem Mirko den ein oder anderen Marathon gelaufen war, hatte er mit Stefan zusammen nur 2-mal trainiert. Die Chemie stimmte sofort und für Mirko war klar, er will nur noch Bergläufe machen. Also zum Trailrunning bin ich gekommen, ich habe hier einen Voralpenmarathon mitgemacht und ich war so begeistert von in der Natur laufen, weil das ist was ganz anderes in der Stadt, dort auf den Straßen zu laufen. Und da habe ich gesagt, so, ich laufe jetzt nicht mehr auf der Straße, auf der Ebene, ich laufe jetzt mal jetzt Trailrunning. Zu Hause ist Mirko Berner in Kempten. Der 20-Jährige hat in diesem Jahr die FOS 13 abgeschlossen und wird ab Oktober in Innsbruck Mathematik studieren. Er möchte später in jedem Fall etwas mit Zahlen machen, am liebsten an der Börse. Doch der Laufsport gehört mittlerweile genauso zu seinem Leben. Er ist ein Blitzstarter in diesem Sektor und den nötigen Ehrgeiz hat er auch. Außerdem hat er Blut geleckt beim sogenannten Trailrunning.
Ich laufe eigentlich die Berge hoch, damit ich sie wieder runterlaufen kann, weil das ist schon richtig gefährlich, wenn man das gut kann, aber das ist wie so ein Kick gibt es einem. Man will das immer wieder und wieder erfahren. Wenn man immer, umso gefährlicher es ist, umso reizvoller ist es. Und natürlich dann die Natur. Raus geht der Sportler in irgendeiner Form jeden Tag. Er trainiert 5 bis 6 Mal wöchentlich und legt dabei rund 10.000 Höhenmeter zurück. Auf lange Sicht möchte er bei sogenannten Ultra-Trail-Runs teilnehmen. Das sind Läufe von mindestens 160 Kilometern und 10.000 Höhenmetern. Doch das ist noch Zukunftsmusik. Für den Moment ist Mirko froh, den Transalpin-Run so erfolgreich hinter sich gebracht zu haben, wobei der Sieg für ihn dabei nicht im Vordergrund steht. Bei so einem Etappenlauf ist es ganz anders. Da lernt man die Menschen wirklich kennen, weil man sich jeden Abend oft bei der Pasta-Party zusammenhockt. Man lernt auch persönliche Sachen von den Leuten kennen. Und von daher mache ich sehr gerne Etappenläufe, weil dann nicht immer nur das Wettkampf, also die Leistung auch wichtig ist, sondern man lernt auch neue Leute kennen. Dann die vom Salomon-Team habe ich die Leute kennengelernt, noch ein paar andere Allgäuer. Also es war jetzt nicht nur, dass ich da jetzt erster Platz geworden bin, richtig schön, sondern dass ich auch viele andere Leute kennengelernt habe. Beim Transalpin Run im nächsten Jahr will Mirko Berner natürlich auch wieder teilnehmen. Seine Ziele sind ambitioniert, aber ganz egal, ob der junge Sportler dann wieder als Sieger aus dem Rennen geht oder nicht, er will einfach weiterhin Freude an Bergläufen haben. Wer Hilfe in Erziehungs- oder Familienfragen hat, ist bei den Familienstützpunkten gut aufgehoben. In vielen Städten gibt es solche Stützpunkte schon. Der Landkreis Ostallgäu will da jetzt nachziehen und ebenfalls solche wohnortnahen Kontakt- und Anlaufstellen schaffen. Dazu gibt es neuerdings in Marktoberdorf eine Familienbildungsstelle, die jetzt erstmal alle bestehenden Angebote zusammenträgt und dann in einer Online-Elternbefragung die Bedürfnisse und Interessen der Familien sammelt. Die Familienstützpunkte mit ihrem Beratungsangebot soll es dann ab 2016 geben. Hochkonzentriert sitzt jemand in seinem Hobbykeller und bastelt an seinem Modell. Stunden vergehen dann wie im Flug, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Davon können Sie sich auch gleich selbst überzeugen. Zwei Wochen nach der Absaugung fangen wir mit der Nachbehandlung an. Die läuft über 6 Wochen, wo die Patienten in unserer Klinik dann regelmäßig betreut werden. Durch die Nachbehandlung gehen die Schwellungen schneller weg, die Haut wird straffer und die Ergebnisse gleichmäßiger. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Bei der AOK Bayern ist Ihre Gesundheit in besten Händen. Von Vorsorge bis Versorgung, von Studium bis Rente, von Kind bis Senior. Für jedes Thema stehen die Experten der Gesundheitskasse zur Seite. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem privaten Regionalfernsehen. Wählen Sie unter den Top-Küchen zu besten Preisen. Erwarten Sie Beratung und Service der Extraklasse. Küchenmeier, mit Sicherheit die beste Wahl. Küchenmeier in Kempten und jetzt auch in Memmingen. Küchenmeier. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Es gibt Menschen mit einem bemerkenswerten Blick fürs Detail. Wenn so jemand auch noch handwerkliches Geschick hat und sich für Modellbau als Hobby entscheidet, können kleine Kunstwerke entstehen. Rudolf Minnaif aus Füssen gehört zu diesen Menschen. Als Schulkind hat er damit angefangen, Modelle aus Holz zu schnitzen. Heute bestehen seine Nachbauten hauptsächlich aus tausenden kleinen Metallteilen. Vor kurzem ist wieder ein Projekt fertig geworden, das komplett handgefertigte Modell eines Traktors.
Unterwegs zum Bastelkeller von Rudolf Minneif, dem Ort, an dem seine Modellfahrzeuge in mühevoller Handarbeit entstehen. Vor kurzem ist hier ein Traktor von Fendt im Maßstab 1:8 fertig geworden. Dieses Fahrzeug habe ich zuerst gesehen 2005. Da ist damals der 936er herausgekommen. Habe ich die Fotos gesehen. Und in der Zeit, wo ich jetzt gebaut habe, ist es eben jetzt der 939er geworden. Warum gerade dieses Modell? Es ist ein Allgäuer Fahrzeug. Es ist ein Spezialfahrzeug in der Größe, wo man also nicht so schnell sieht und eben die Technik, was in dem Fahrzeug drin steckt. Ganz klein ist es nicht. 74 cm beträgt die Länge bei einem Gewicht von etwa 50 Kilo. Bis auf ein paar Ausnahmen wie die eingebaute Elektronik oder Hydraulikpumpen sind alle Teile in der 8 Quadratmeter Werkstatt von Rudolf Minneif entstanden. Dreh- und Angelpunkt für den Bau war ein weiteres Teil, das der gelernte Kfz-Mechaniker zukaufen musste. Die Reifen. Wie ich die Reifen hatte, dann begannen eben die Vorbereitungen, sprich über Planung. Ich bin auf sehr vielen landwirtschaftlichen Ausstellungen gewesen, habe Abmessungen gemacht, habe Fotos gemacht und im Nachhinein auch bei der Firma Fendt im Forum, wo diese neuen Schlepper stehen, und da kann man also die Teile oder die Fahrzeuge sehr gut fotografieren und auch abmessen. Und ich habe auch im Forum sehr viel, Hilfe bekommen, teilweise von den Mitarbeitern. Tausende Schrauben und hunderte Kugellager stecken in diesem Modell. Dazu noch 4 Meter an Hydraulikrohren. Per Fernsteuerung lässt sich fast alles steuern und bewegen. Nicht lackiert deswegen, weil man an diesem Fahrzeug hier die Materialzusammensetzung sieht, und Sie sehen die Arbeit. Und wenn Sie dann heute lackieren, dann kann es genauso gut ein Plastikmodellbausatz sein oder sonst irgendein Bausatz. Sie sehen die Einzelteile, zum Beispiel diese kleinen Schrauben hier, was überall drin sind, die sind ja auch meistens selbst angefertigt. Die sehen Sie mit der Farbe nicht mehr. Rund 7 Jahre Bauzeit stecken in dem Modell. Davon entfallen allein auf Vorbereitung und Planung etwa 3 Jahre. Wie viel Arbeitsstunden Rudolf Minneif für all das gebraucht hat, lässt sich gar nicht abschätzen. Ein paar Tausend dürften es aber wohl sein. Trotz der vielen Arbeit, sein Herzblut hängt nicht an dem Modell, jetzt, wo es fertig ist. Der Schlepper steht jetzt bei mir da. Und falls ihn irgendjemand haben möchte, also ich muss ihn nicht verkaufen, aber wenn jemand haben möchte, kann ihn haben, weil für mich geht es hauptsächlich ums Bauen von diesem Ganzen und nicht ums Fahren. Wenn er fertig ist, ist soweit das Interesse nicht mehr da. Den Kontakt, den stellen wir gerne her. Melden Sie sich einfach bei uns. Das Gleiche gilt übrigens für unsere Vorher-Nachher-Show. Dafür können Sie sich noch immer bewerben. Was passiert da, fragen Sie sich? Ganz einfach. Wir kommen mit der Styling-Expertin Silvia Fink-Eisinger und einem kleinen Kamerateam zu Ihnen nach Hause und schauen erstmal, was Ihr Kleiderschrank so hergibt. Nach dem ersten Check geht's dann richtig los. Bei Cambiare in Sonthofen gibt's das Umstyling inklusive neuer Frisur und neuem Outfit. Obendrauf gibt's dann noch bei Galeria Kaufhof in Kempten ein weiteres Outfit. Das ist doch was. Das kostet Sie auch nichts, außer ein bisschen Zeit und vorab eine Bewerbung. Da schreiben Sie uns, warum wir Sie umstylen sollen, fügen noch ein Porträt und ein Ganzkörperfoto dazu und schon könnten Sie unser nächster Kandidat, unsere nächste Kandidatin sein. Die Herren der Schöpfung dürfen auch mitmachen. Oder wenn Sie sich nicht alleine trauen, auch Pärchen sind willkommen. Die Bewerbung schicken Sie per E-Mail an redaktion@allgäu-tv.de oder per Post an ATV Fernsehen fürs Allgäu, Heisinger Straße 14, 87437 Kempten. Mitmachen kann jeder ab 20 Jahren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.